Morgen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte, wir malen ein bisschen ein Gesicht. Und zwar möchte ich nochmal die Produkte mit euch zusammen benutzen. Es ist jetzt gerade eigentlich das neue Catrice-Sortiment zum größten Teil und ein bisschen Essence dabei. Ihr wisst ja, kein Thema, was das angeht. Ich benutze ein bisschen ein Erfrischungsspray. Das riecht sehr, sehr frisch. Ich muss sagen, das riecht ein bisschen nach grüner Tee. Ja, es kann sein an Matcha-Tee oder an Aloe Vera. So ein bisschen frisch riecht das. Ist aber ganz cool, einfach um den morgendlichen Kick. Viel macht das nicht, außer man sprüht sich ein bisschen Wasser mit Duft drauf. Ich habe nicht so das Gefühl, dass es was gemacht hat mit meiner Haut. Von daher, ja. Wir fangen an mit meinem Gesicht. Was mir sehr gut gefallen hat und wo ich wirklich einen tollen Effekt hatte, war diese Creme als Grundlage aufzutragen. Einfach so eine, sozusagen als Primer. Also ich habe das hier so aufgegeben, ne? Und ja, als Primer hat es dann sehr, sehr gut gehalten. Als so eine Creme, muss ich sagen, funktioniert es nicht. Manchmal hat es meine trockenen Stellen betont. Ich habe gesehen, Mama Co. hat auch ein Video dazu gemacht. Schlimmster Diegel ever oder so. Ja, und für mich war das auch so, dass es sehr, sehr arg meine nicht vorhandenen trockenen Stellen betont hat. Was ich seltenst habe, aber wenn ich das so eingearbeitet habe und gar nicht lange warte, über den Tag über, sag ich mal, hat das jetzt ja gut funktioniert. Also den Tiegel kann ich nur als Base für mich benutzen. Ansonsten habe ich dafür leider keine Verwendung, weil es sieht einfach bei mir nicht so schön aus. Leider. Ja, dann benutzen wir meine Foundation, die ich die Woche über benutzt habe. Das war die Radiance. Ich kann sie nur empfehlen. Für mich ist sie optimal. Ich liebe diese Foundation. Wäre schade, wenn sie sie aus dem Sortiment nehmen, weil ich gerade keine Foundation nachkaufen möchte. Was vielleicht für den einen oder anderen verständlich ist, wenn man viel Foundation hat. Diese Foundation werde ich jetzt nicht verteilen, weil sie verteilt sich, denke ich, von alleine. Ein Spongy von Laurina habe ich den jetzt zum Beispiel und trage das auf. Und ich finde, das gibt so einen wunderbaren Finish. Ich nehme es mal unter den Augen ab. Ich habe heute eine neue Tagespflege. Ich habe sie Freitagabend zugeschickt bekommen. Darüber werde ich auch ein Video drehen. Also es war einfach, dass ich es mal vorstelle. Ich darf sagen, was ich will. Und deswegen habe ich es mir auch zuschicken lassen. Hätte ich jetzt ein Formular bekommen, wo ich irgendwas erzählen muss, was so ach so toll ist? Natürlich nicht. Kann ich auch gar nicht. Ich bin keine Mary Kay Verkäuferin und bin auch keine LR-Tante, genauso wie keine Tupper-Tante. Das funktioniert nicht. Ich wollte das machen, aber ich kann niemanden irgendwas vom Himmel schwärmen, wenn es einfach nicht so ist. Deswegen konnte ich keine Mary Kay-Tante werden. Ich würde dann keinen Profit machen, sondern würde noch draufzahlen, wenn ich nicht begeistert bin von den Produkten. Dann habe ich diesen Under Eye Primer da von Catrice. Den hier, ich kann nicht so viel Positives darüber sagen. Ich trage mir das jetzt mal auf den Finger, damit der Applikator nicht so braun wird. Und gebe ihn mir einfach hier unten drunter. Und arbeite das mit meinem Ringfinger ein. Also ich finde das einen unnötigen Schritt in der Routine. Es muss nicht unbedingt sein, weil es hält einfach nicht. Es korrigiert gar nichts. Ja, es ist einfach zu reichhaltig für die untere Augenpartie, gerade wenn man auch das Problem hat zu creasen. Ich finde es einfach zu reichhaltig. Ich bin mir nicht sicher, ob Catrice überhaupt mal testet, was sie da eigentlich verkaufen. Oder ob sie das einfach auf den Markt schmeißen und gucken, welcher Depp das kauft. Kann ich
euch nicht sagen. Aber ich baue hier ein bisschen noch mehr auf und auch auf der Stirn. Also wie gesagt, ich kann nichts Positives zu diesem Corrector geben. Ich habe mal einen Langzeittest für euch zweimal, ich glaube zweimal, einmal ohne Korrektor und einmal mit gemacht, einfach um euch die Produkte ja so lang wie möglich vorzustellen. Das sind ja immer nur so 2-3 Minuten, wo ich mal ein Update gegeben habe. Das geht dann schon tagsüber. Ja. Es reduziert leider keine Fältchen. Es macht es auch nicht schöner. Ich finde sogar, dass es mit diesem Primer einfach mehr creased. Also Leute, die eh ölige Unteraugen... Ich mache ganz oft so... Dann entwickeln sich hier so Falten an der Nase. Meine Güte. Ja, also die Foundation ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt. Kann man das so sagen? Ein positiver Gedöns. Das hier ist eher nicht so positiv. Dann habe ich einen Concealer, den ich auch feiere, muss ich sagen. Den finde ich wirklich gut. Das Problem ist, ich mag keine Pipetten, Mann. Das ist... Von 5 Tagen habe ich mich 3 davon eingesaut. Oder 2, sagen wir mal im Durchschnitt 2 Tage. Weil ich einfach Pipetten, ich mag auch keine Foundation in Pipetten. Ich würde mir das am liebsten schon wieder in so einen Pumpspender umfüllen. Ich bin so eine Tante, ich mache das gerne. Wenn mir etwas nicht Spaß macht, dann versuche ich die Produkte so für mich zu machen, dass es mir Spaß macht. Oder wenn ich eine Foundation ständig mischen muss, dann mische ich sie schon mal im Flakon. Dann brauche ich sie nicht ständig mischen, um sie aufzubrauchen. Ist eigentlich, ja, logisch, ne? Man macht sich das positiv, so gut es geht im Leben. Oder machbar, sage ich mal. Ich meine, ich könnte die Foundation auch dann in die Tonne hauen und denken, nö, ist mir zu dunkel. Aber ich, ja, ich habe die Sachen gekauft und ich verwende sie, bis sie schlecht und ranzig werden. Außer sie funktionieren halt gar nicht für mich, ne? Also es ist wirklich ein toller Concealer, er hält schön auf, er macht es aber nicht zu hell. Das mag ich nämlich auch nicht, wenn die Augenunterpartie viel, viel zu hell ist und man dann aussieht, als, ja, als hätte man einfach einen Blitz abbekommen und dann so leuchtend. Ich mag das, wenn es auf der Stirn nicht viel Foundation ist, das macht sie nicht. Sie, ich nehme ja immer ein bisschen ab von der Stirn. Und die Deckkraft brauche ich eigentlich im Wangenbereich, damit meine Haut nicht so unruhig wirkt. Ansonsten brauche ich auf der Stirn eigentlich gar nichts. Aber es sieht dann auch doof aus, wenn da nichts ist. Ja, genau, so viel zum Thema. Dann habe ich dieses Glow Illusion Puder unter meiner Augenpartie aufgetragen. Das können wir auch gerne machen. Und zwar... das ist nichts. Da benutze ich jetzt einfach einen zu Eva Pinsel. Trage mir das so ein bisschen auf. Ich muss sagen, das betont wirklich nicht so die Fältchen. Und vor allen Dingen, wenn man dann noch ein bisschen geschwitzt hat, finde ich einfach das Finish viel, viel schöner. Also wenn man kein Setting Spray benutzt, ne? Ja. Ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Es macht keinen Todesmarkeneffekt. Das kann ich euch auch ans Herz legen. Dann haben wir ein todesmattes Effekt, sage ich mal, von Essence. Benutze ich das Fixierspray. Ich muss sagen, es hat gestern wirklich super, nee, vorgestern und gestern auch, super gehoben, als ich das groß hier so unten aufgetragen habe. Ich brauche ja immer irgendwas, was... super meine Haut settet. Mama, komm mal. Wow, ein Apfel. Oder? Ist das ein Apfel? Ein Obst, ja. Mama, komm mal. Boah, das ist aber zu laut, Schatz. Die armen Nachbarn. Mama, ich sitze. Ja, ich habe gesagt, wenn ich fertig bin. Mama, ich lasse. So, dann würde ich sagen, fangen wir auch an mit der Kontur. Und da benutze ich diese Palette hier gerade von NYX, weil sie in meinem Aufbrauchprojekt ist. Ich gehe ein bisschen in den aschigen Ton rein.
und trage ihn mir hier so auf. Ich muss sagen, grundsätzlich ist diese Palette nicht verkehrt. Ich greife irgendwie nicht dazu. Ah, ist sie jetzt kaputt gegangen? Als wir das Update, also als ich die gewogen habe, ist sie leider kaputt gegangen. Meine Tochter hatte sie in den Händen und auf einmal war sie in zwei Teile. Es ist jetzt nicht so ein Drama, da brauche ich wenigstens die Deckel nicht aufmachen, ich faule Socke. Aber so an sich, ich brauche eigentlich keine Konturpalette. Ich gehe hier in den Bronzer rein und trage ihn mir so ein bisschen auf. Ich finde, manchmal sieht es einfach dreckig aus. Es sieht einfach dreckig aus. Weiß es nicht, wo ist sie denn? Nein, Papa hat das da ihn. Echt? Ja. Ich hole ihn. Dann. So, dann würde ich auch sagen, fixiere ich mal mein Gesicht, trage mir Augenbrauen auf, da benutze ich den Catrice Stylist und fixiere mein Gesicht mit dem Glow Mist. Also, was heißt fixieren? Einfach wieder die pudrige Geschichte daraus holen. Und dann komme ich nochmal, Moment, wir tragen noch das Blush auf, bevor ich fixiere, weil es ist jetzt eigentlich matt genug. Dann benutze ich den Glow, den Image oder My Glow Passion. Genau, den My Glow Passion, dann benutze ich jetzt auch den Bronzerpinsel. Toller Rouge, wirklich für, ja, wie soll ich sagen, ich zeige euch mal. Ich habe noch keinen Highlighter ja drauf und es betont schon mal meine Pickel. Also, das heißt betonen, man sieht halt meine zwei Wangenpickel. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich sehe das auf jeden Fall. Hier zum Beispiel habe ich keinen Pickel und es wirkt halt immer wieder fleckig. Das ist so eine schöne Farbe. Es gefällt mir wirklich gut. Gerade so, nicht Frühling, aber im Herbst und im Winter oder auch im Sommer kann ich es mir gut... Ja, Frühling, Sommer eher sowas. Es ist nicht so quietschig. Es ist ein schönes Rouge, was man aber nicht gleichmäßig auftragen kann, weil es halt irgendwie komisch pigmentiert ist. Ich habe keine Ahnung, jedes Mal sehe ich damit ein bisschen over, ja, over des Overs aus. Es ist trotzdem schöne Farbe und es gefällt mir trotzdem. Man muss halt ein bisschen aufbauen, dann muss man wieder was abnehmen. Ja, abnehmen müssen wir so oder so, aber ich meine, vom Blush wieder abnehmen. Keine Ahnung. So, dann. Es ist ein ganz nettes Teil. Ich finde vor allen Dingen, wenn es eine Weile auf der Haut liegt, sieht es einfach alles viel, viel schöner aus. Es setzt sich dann, er verschmilzt dann und es sieht einfach klasse aus. Es gefällt mir dann mal am allerliebsten. Ich werde jetzt meine Augenbrauen nachziehen und dann komme ich nochmal zu euch zurück. Ich muss sagen, das Finish gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe auch schon den Essence Primer aufgetragen. Ihr könnt sehen, es creased ohne Ende. Also ich habe das Gefühl, sogar hier ein bisschen mehr als ohne Primer, weil es einfach so reichhaltig ist. Und ihr habt ja gesehen, ich habe schon gesettet, ja. Womit habe ich das nochmal gesettet? Und umso mehr man da ein bisschen settet, umso mehr wird das cakey, sage ich mal. So, ein Highlight meines Lebensabschnitts ist, dass ich von einem wunderbaren Mensch eine tolle Palette geschenkt bekommen habe. Es ist eine Kleinigkeit, die mich wahnsinnig glücklich gemacht hat. Es ist einfach, es sind die kleinen Dinge im Leben, die einfach eine Freude machen. Es hat nichts mit Geschenken zu tun. Es hat einfach was damit zu tun, dass ein wildfremder Mensch an mich gedacht hat, an meinem Tag und mir eine Freude machen wollte. Egal, ob das materiell ist oder ein Anruf oder irgendwas. Ja, es hat einfach was damit zu tun, dass einfach ich was mir Freude bereitet hat, hat dieser Mensch mir einfach aus heiterem Himmel gegeben. So. Und zwar geht es hier um diese wunderschöne Colourpop-Palette. Die spiegelt euch. Klar, es ist jetzt was Materielles.
Aber sie hat mir auch ganz, ganz tolle Worte gesagt und sagt es mir auch davor. Von daher, ja, danke ich nochmal, noch einmal, nochmal und nochmal und immer wieder. Diese Palette ist so wunderschön. Ich hatte sie mir angeschaut und dachte, komm Ina, warte ein bisschen, warte einfach ein bisschen. Und dann gönnst du sie dir. Und zack, prompt war das Ding in meinem Kasten, im Briefkasten. Wortwörtlich, so war es auch. Und ich habe mich tierisch gefreut. Ich habe damit überhaupt, ich habe mit gar nichts gerechnet, um ehrlich zu sein, ja. Aber es war einfach eine große Freude. Na gut. Ja. Wir fangen an. Ich möchte ein komplettes Video dieser wunderschönen Disney Collection widmen, sozusagen. Klar haben wir jetzt auch viele verschiedene Dinge aufgetragen, aber ich muss sagen, das ist mein First Impression dieser Palette. Ich möchte, Was will ich? Ich habe sie noch nicht mal berührt. Ich trage diesen mittelbraunen Ton hier auf. Der ist echt super schön. Und trage den einfach direkt auf mein Lid auf. Soll ich euch einen Ticken näher ranholen? Nur einen Ticken. Und man sieht gleich, ja? Also man muss gar nicht so viel machen. Man sieht gleich die Colourpop-Geschichten. Und das ist das, was mich einfach an Colourpop fasziniert. Das kostet fast nichts. Und hat so eine tolle Qualität. Und eine Transition-Color sollte auch nicht so arg sichtbar sein. Also es soll ja hier im Verlauf sein. Für mich auch sehr praktisch. Und ich trage, ich sette mein Lid nicht. Nein, mache ich nicht mehr. Dann möchte ich mit einem kleineren Pinsel. Ist das ein bisschen kleiner? Nee, auch ein bisschen fluffig. Den 227er Luxe Soft. Der ist so, ja, flach gebunden. Gehe ich hier Abu. In Abu? Ist das nicht der. Ist nicht Abu der. Der Affe von Abu? Der Affe von. Wie heißt denn die? Jasmin. Disney war wirklich einer meiner schönsten, ja, Kindheitserinnerungen, sag ich mal. Wenn ich jetzt die Scheiße da im Fernsehen angucke, da könnte ich echt brechen. Das Einzige, was mir noch als Freude bereitet, ist, wenn meine Kinder Tom und Jerry schauen. Weil das wirklich so ein... Da war... Und jetzt reden die. Und mir hat es eigentlich gefallen, dass man nur diese Geräusche gehört hat, ja, die haben gar nicht so viel geredet. Und Cinderella lief jeden zweiten Tag. Meine Mutter hat wahrscheinlich schon gebrochen, aber das hatte ich ja schon, glaube ich, im Cinderella-Video gesagt. Ich möchte auch ein paar Disney-Prinzessinnen schminken, also einfach nur so eine Challenge draus machen. Was haltet ihr davon? Einfach mal so Ariel und ja, einfach gucken, was passiert, wenn man sich einfach ein Thema raussucht. So kommen auch die Paletten dann in Sicht. Wirklich eine tolle Pigmentierung. Man hat gleich was auf den Lidern. Man könnte das wieder so lassen. Das finde ich immer toll. Also wenn ich jetzt aus dem Haus müsste, zack, Wimperntusche schon raus. Ja, denselben Ton trage ich mir jetzt mal am unteren Wimpernkranz auf. Wenn ihr das Problem habt, dass ihr nicht so viel Pigment auf die Lider bekommt, ja, benutzt mal keine synthetischen Pinsel, sondern versucht mal mit Tierhaar. Ich weiß, das ist jetzt nicht so gedacht für Veganer und sowas, aber ich muss sagen, manche Dinge muss man einfach, denke ich mal, ausblenden und nicht denken, oh Gott, jetzt muss ich Tiere nehmen, sondern einfach, es macht einen ganz, ganz anderen Unterschied. Also finde ich persönlich, ihr müsst das natürlich nicht machen, um Gottes Willen. Ich will dazu gar niemanden nötigen. Mich spricht auch wahnsinnig dieses Lila an, das hatte ich euch schon mal gesagt, ne? Als ich die Palette aufgemacht habe und euch gezeigt habe. Ray. Von wem war denn Ray? Ray ist ein super schöner Champagnerton. Den werde ich jetzt auch in dem Innenwinkel auftragen. Dazu mache ich jetzt erstmal meinen Pinsel sauber.
trocken vor allen Dingen. Wow. Der ist sehr, sehr gut pigmentiert. Damit kann man auch schon fast eine Cut Crease ziehen. Weil da so die Pigmente sich so wunderbar aufs Auge bringen lassen. Schaut mal, das sieht einfach klasse aus, ne? Wollt ihr eigentlich Videotage? Ich könnte ja einführen, weil ich schaffe das eigentlich gerade ganz gut, meine Videos so zu schneiden, dass ich auch Videotage einführen könnte. Dass nicht jeden Tag einer kommt, sondern alle 2 Tage vielleicht, also 3-mal die Woche. Wäre das euch lieber? Oder bestimmte Uhrzeiten, weil ich lade ja meistens meine Videos vor, also hoch, und dann gebe ich sie frei, wenn ich dann wach bin. Wenn ich dann dran denke, außer ich verplane das und denke so, oh, das hättest du auch vor 2 Stunden machen können. Eine wunderschöne Farbe. Was kann man da noch so sagen? Ich glaube nichts. Ich glaube nichts. Da strahlen die Augen doch einfach nur so. Sieht einfach super aus. Ich freue mich wahnsinnig auf die Colourpop-Geschichte hier. Wirklich. Wir nehmen das Lila hier. Hier ist ein Midnight Blau-Schwarz so mit Schimmerpartikeln. Mama, du musst meine Hammer. Ich weiß es nicht, wo hast du ihn hin? Mein Papa hat den da ihn. Hat er den versteckt? Ja. Den lässt sich einfach toll arbeiten. Mama, immer diese Dudel. Nein. Ich im Himmel machen. Dann fahrt ich los. Also bitte, was kann ich noch dazu sagen? Gar nichts. Da fehlen mir einfach die Worte. Wir benutzen noch einen Lidschatten und ich dann denke, dann ist mein Look auch fertig. Ich weiß nicht, ob ich älter heute aussehe als sonst. Ich benutze noch Princess Charming. Dieser wunderschöne Schimmerton hier. Auch der ist gut pigmentiert. Sehr schön. Mama, ich brauche immer noch neuen Hammer. Ja, Schatz. Papa. Dann guck doch mal, wo der im Wohnzimmer ist. Ich hab von ihm. Und? Nicht gefunden? Oder wie? Okay, mit der Palette werden wir durch. Ich nehme einen weißen matten Ton. Und setze mir den ein bisschen oberhalb meiner Augen, also hier, also in der Augenbrauen. Einfach nur, um ein bisschen zu korrigieren. Einfach, um es ja auszugleichen, was auch immer ich ausgleichen möchte gerade, weil es ist so schön geworden, da muss man eigentlich nichts ausgleichen. Wirklich schöne Palette. Vielen, vielen Dank. Gefällt mir sehr, sehr gut. Man kann wirklich einen romantischen, schönen Look zaubern. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Dazu passend habe ich auch einen Eyeliner. Fällt mir gerade auf. Ein, wie auch immer. Den habe ich gestern einfach drauf gemacht, ohne
mir großartig Gedanken zu machen. Wir können, ich sette meine Augenbrauen nochmal mit diesem Eyebrow Idol. Der ist, finde ich, einfach zu rotstichig. Das sage ich immer wieder in den Videos, weil es einfach so ist. Es geht noch, sage ich mal, hoch. Jetzt habe ich aber gespuggelt. Es geht noch. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, ich bin Pumuckl. Aber bisschen aschiger, Catrice. Was ist los, Mann? Ihr habt so tolle aschige Produkte. Essence vor allen Dingen. Und ihr seid doch... Ihr seid doch Verwandte. Ihr produziert doch gleich, oder? Oder verarscht ihr nur die Kunden? Ja, ein bisschen aschiger und da wird es mir noch ein Ticken besser gefallen. Wir tragen den Eyeliner von Catrice auf. Das ist ein wunderschönes dunkles Lila, was gar nicht so, sag ich mal, auffällt. Also, ich mag diese Latex-Geschichten nicht so. Das ist ein bisschen anders da. Es ist wirklich ein wunderschönes dunkles Lila und das hatte ich gestern einfach drauf, ohne einen Lidschatten, weil ich gar keine Zeit hatte, ich habe verschlafen gehabt. Ich hole hier ein bisschen. Der Look ist wirklich sehr, sehr schön, gefällt mir sehr, sehr gut. Wir uns die Wimpern. Ich benutze heute keine Wimpernzange. Ich brauche das bei dieser Wimperndusche auch nicht. Das ist von Catrice. Diese neue, die ja auch die Wimpern ein bisschen ja, schöner machen soll, sage ich mal, wenn man sie längere Zeit benutzt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich sie eine ganz lange Zeit benutzen werde, weil sie einfach sehr, sehr schön meine Wimpern macht. Also es ist jetzt nichts, wo ich denke, nö, brauche ich nicht. Sie ist nicht so... Wie die Glam & Doll, diese blaue, Mama, wasserfeste. Bitte, Lolli. Ja, kriegst du gleich jetzt. Mein Hammer. Dein Hammer muss ich mal suchen. Ich hab Hammer. Der hat da überall den Tuch. Also, es sieht einfach wunderschön ausgefächert aus und doch sieht man meine Wimpern. Also, ja gut, in der Kamera ist es so eine Sache. Ich trage aber auf jeden Fall noch eine zweite Schicht auf. Ich habe schon einen hellen Hintergrund bestellt, um dass ihr das Bett nicht seht und so. Also kommt dann an die Decke. Es kam auch Freitag an. Aber wie gesagt, mein Freund ist noch nicht in der Lage, irgendwas zu bohren, weil er einbeinig ist. Das sehr anstrengend sein kann. Meine Güte. Und er will sich sein zweites Knie auch operieren lassen, weil er eben Probleme auch mit dem zweiten hat. Das war so vom Fußball und sowas. Und so, das finde ich einen wunderbaren Look. Wir sind aber noch nicht fertig. So, könnt ihr das erkennen, dass die Wimperntusche wirklich schön getrennt hat und trotzdem ein paar Fliegenbeine gemacht hat? Und das ist genau das, was ich mag. Also diese grüne Lash Princess Mascara von Essence ist echt wunderbar. Die macht das auch. Die macht es noch ein bisschen stärker. Ich würde sagen, wir tragen uns, ich nehme erstmal so ein bisschen mein Fallout ab. Mit so einem Fächerpinsel. Das funktioniert eigentlich ganz gut, weil er halt eben nichts zusätzlich drauf macht. Ich benutze keinen Fächerpinsel, den hebe ich mir jetzt auf. Dann gehe ich in das Essence Puder. Es ist sehr pudrig, also ja, hat schon grobe Puderpartikel, sage ich mal. Und trage mir das auf, was übrig geblieben ist. Weil das einfach die... Ich klopfe das ab generell, falls da sind so überflüssige Partikel, sage ich mal, drin, ne? Hat einen wirklich sehr schönen rosa Stich, falls ihr das erkennt. Passt auch zu diesem Augen-Make-up, gerade im hinteren Teil, finde ich. Dann trage ich mir auch etwas auf den Lippenherz auf. Ein bisschen auf die Nasenspitze. Das reicht schon. Er betont schon die Struktur. Das muss man schon sagen. Ich mache das mal kurz mit einem Rougepinsel. Ein bisschen so verblenden. Es sieht ein bisschen
hier auf diesem Fleck nicht so glücklich aus. Mein Sohn ist halt motzig. Einfach ein bisschen Fixierspray, dass es wieder alles in einem ist. Dann wollte ich den Glitter Switch mit euch ausprobieren. Und zwar in der dunkelsten Farbe. Den hatte ich einmal schon drauf, da hat er mir nicht so gut gefallen, weil ich den irgendwie nicht so richtig sauber auftragen konnte. Ich trage ihn jetzt einfach mal, ich versuche ihn mal sauber aufzutragen und euch zu zeigen. Das sieht wirklich toll aus. Also die Auftrage, ja, man muss einen Lip Liner benutzen. Und der Effekt ist einfach wunderbar. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich liebe diese Glitter Switch. Sie trocknen auch mittlerweile meine Lippen nicht so aus. Vielleicht trinke ich einfach genug, dass ich gar nicht so trockene Lippen habe. Aber ich feiere sie, weil sie was Besonderes sind. Es sieht einfach toll aus. Dieser Schimmer, ja, der passt perfekt hier auch. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt fertig. Unser Look ist doch was geworden. Bei den Augen habe ich nicht gezweifelt, bei den Lippen. Vielleicht korrigiere ich das gleich nochmal mit einem Lippenliner. Seht ihr, das sind so Ecken und Kanten, die nicht ganz so schön sind. Die Augen gefallen mir sehr, sehr gut, gerade mit diesem Lila. Das sieht einfach nicht so hart aus. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Übrigens habe ich immer noch so leichte Locken, aber nicht von den Lockenwickler, sondern von dem Lockenstab. Hier sind auch richtig schöne vorhanden. Die bleiben bis heute Abend auch. Ich würde sagen, wir sind fertig. Ja, ciao ihr Lieben. Ich hoffe, das hat euch gefallen, dass ich euch das vorgestellt habe. Veräppelst du mich? Nee.